Mann, ey. Okay. So, Freunde, bevor ihr seht, wie ich gleich die Elektronik in den Wagen einbaue und wir dann die erste Testfahrt mit dem Wagen machen, ich freue mich schon wie Sau, muss ich nochmal kurz an die Firma Olight Danke sagen. Die haben mir nämlich freundlicherweise 2 lila Taschenlampen geschickt. Ich bin ja ein übelster Lila-Fan, ne? Ich weiß, die übelst männliche Farbe, aber ist mir eigentlich scheißegal. Ich finde die geil, das ist so eine kraftvolle Farbe. Die haben so viel Power, das ist unglaublich. Passt auch wunderbar zum Fahrradwohnwagen. Eine kleine für den Crea Air, eine etwas größere, aber immer noch sehr handliche für den Crea Imperial. Ich will jetzt nicht näher drauf eingehen, das habe ich im letzten Video schon gemacht. Ich bin überzeugt von Qualität und Leistung, was diese Lampen angeht. Nur so viel dazu. Diese kleine Lampe, wo eine normale AA-Batterie drin ist, hat mehr Leistung als dieser Klopper von einem Markenhersteller. Und die etwas größere, die hat mal eben locker flockig die 4- bis 5-fache Leistung von dieser riesen, glaube ich, Taschenlampe. Ne? Da muss man, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Gibt auch aktuell gerade eine Aktion. Wer so ein Teil vergünstigt haben möchte, gibt, glaube ich, bis 40% Rabatt. Unten ist der Link. Über den Link bekommt ihr die Teile günstiger. Und jetzt geht's los mit dem Video. Freunde, seid gegrüßt zu diesem neuen Video. Jetzt wird noch die Elektrik eingebaut und dann können wir endlich zur ersten Ausfahrt gehen mit dem Wohnwagen. Ich bin schon übelst gespannt. Solar kommt dann später drauf. Brauchen wir erstmal nicht für die erste Fahrt. Da reicht wirklich Batteriestrom zu. Aber wir brauchen ein bisschen Elektrik drin, dass wir hier einen Lüfter steuern können. Ein paar Schalter, um den ganzen Quatsch ein- und auszuschalten. 5-Volt-Buchsen, um das Handy zu laden. Eine 12-Volt-Buchse, falls man irgendwas anderes anstecken möchte. Ein bisschen Licht, ein Stromwandler von 48 Volt runter auf 12 Volt. Das bauen wir jetzt alles ein und dann geht's los. Wird gemütlich im Fahrradwohnwagen. Hier kommt jetzt gleich noch die ganze Elektrik hin, dass wir die Powerbank nicht mehr brauchen. Da kann man dann hier sein Handy laden, den Lüfter ein- und ausschalten. Und dann hier auch natürlich die Lichterkette steuern. Finde ich geil. Also ich bin ja hier nur die ganze Zeit drin rumgesprungen, die letzten Tage in den Wagen zum Isolieren, Lichter einbauen und so weiter. Also das hält auf jeden Fall alles mega sicher. Das Einzige, was ein bisschen negativ ist, vielleicht eventuell, sind die Stützen, die in den Rohren stecken. Die haben natürlich minimalstes Spiel, so einen halben Millimeter pro Seite im Rohr. Und natürlich klappert das dann, wenn man sich bewegt, ganz leicht hier vor sich hin. So kann man verschmerzen, dafür sind die Stützen wirklich sehr einfach. Man kann die sehr einfach wieder dran machen und abmachen und sehr, sehr stabil. Also das wird sehr wartungsarm sein, man darf die Stützen halt nur nicht verlieren. So, da haben wir den ganzen Spaß fertig. Man kann jetzt hier schön seine Sachen aufladen. Ich habe es jetzt noch nicht probiert, aber es leuchtet. Also ich gehe davon aus, dass es funktioniert, beziehungsweise halt eine Lichterkette anstecken. So, geht auch. Hier hat man eine 12-Volt-Buchse. Wenn man hier drauf drückt, kann man den Lüfter hier unten einschalten. Der ist noch relativ laut. Ich kann hier die Drehzahl von dem Lüfter einstellen. Ja, also da geht dann schon ordentlich ab auf der höchsten Stufe. Aber man hat dann hier wirklich richtig einen spürbaren Luftzug. Lüfter wird vielleicht noch mal ein kleinerer werden, weil der hat wirklich 10 Watt, das ist eigentlich viel zu viel. Und der schafft 250 Kubikmeter Luft pro Stunde. Das heißt, der schaufelt hier pro Minute mehrfach das Raumluftvolumen durch. Aber ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Wenn man wirklich mal schnell durchlüften möchte, kann man den einfach hochdrehen. Und durch die gute Isolierung jetzt hier sollte auch weniger Sonneneinstrahlung reinkommen. Und der Lüfter kann das bisschen Wärme, was entsteht, rauslüften, sodass es Kari auch wirklich schön angenehm hat bei der Reise. Bevor jetzt gleich wieder 5000 Leute schreiben, dass Kari doch im Korb mitfahren soll. Und im Hänger wäre es doch so schlecht und so weiter. Wir haben das schon 1000 Mal ausprobiert. Im Korb mag sie gar nicht. Da ist sie total angespannt. Guckt die ganze Zeit in den Wind. Und hier hinten im Hänger hat es wirklich schön gemütlich. Kann sich einhuscheln. Und von daher haben wir das halt gewählt letztendlich. Ne? Wer sich fragt, wo der Strom im Hänger herkommt, der wird diesmal nicht wie meiner eine feste Batterie drin haben, beziehungsweise 2 feste Batterien. Thea bekommt auch so einen Rucksack-Akku, der dann immer in der Seiten-Fahrradtasche mitfährt. Der ist immer direkt am Fahrrad angeschlossen. Die Solaranlage lädt dann den Akku, also die Solaranlage, die noch drauf kommt. Und die Verbraucher im Hänger werden quasi auch über den Akku
versorgt. Das ist ja quasi ein 48-Volt-Akku sozusagen. Und wir haben hier drin ja diesen kleinen Spannungswandler. Habt ihr ja gesehen, wie ich ihn gerade eingebaut habe. Der macht aus den 48 12. Und damit kann ich dann diesen Lüfter betreiben, diese USB-Buchsen betreiben, das Licht betreiben und die 12-Volt-Ladedose betreiben. Jetzt bin ich eigentlich fast fertig. Ich muss noch mal hier Felgenbänder reinmachen, dann kann es eigentlich schon losgehen. Also immer wieder Leute fragen, ja, warum hast du denn hier keinen Radkasten reingebaut, keine Radkastenabdeckung wie bei deinem? Da kannst du das Rad doch gar nicht wechseln. Doch, natürlich kann man das Rad wechseln. Wie das geht, zeige ich euch gleich. Na, dann hebe ich den Wagen hier leicht an, der wiegt dann nicht viel. Und dann kann ich das Rad schon rausziehen. Genauso läuft das dann auch mit den Stützen hier. Ne? Die werden quasi einfach hier rausgezogen, liegen im Anhänger. Und wenn ich sie aufbocken will, stecke ich die einfach rein. Viermal pro Seite fertig. Geht sogar schneller als mit meiner Rändelschraube an meinem Wagen. Wer wirklich noch ein bisschen mehr Fahrsicherheit haben möchte, könnte jetzt bei der Radaufnahme auf der einen Seite noch ein bisschen was wegfeilen, wegflexen, was die Höhe angeht. Und könnte dadurch noch den Radsturz ein bisschen verändern. Ist ja noch ein bisschen Platz im Radkasten, sodass die Räder noch mal so ein paar Zentimeter nach außen kommen. Mache ich vielleicht auch noch, oder warte ich ab, bis die Ballonreifen da sind, dass ich wirklich weiß, wie viel Platz im Radkasten da noch ist. So, damit sind wir fertig und können eigentlich losfahren. Wenn ich mir überlege, was ich mir beim Bauen für Gedanken gemacht habe, weil die Tür so rasselt beim Zugehen, jetzt wo das Filz dran ist, die Leisten dran ist, alles dran ist, rasselt das eigentlich überhaupt gar nicht mehr. Geht zack zu, genauso wie meine, wunderbar. Jetzt warte ich noch, bis es ein bisschen weniger Verkehr ist und so weiter. Das Lustige ist, natürlich ist heute auch noch Wind wie Sau. Das heißt, es wird auch noch mal spannend. Der ist ja nur relativ leicht, der Wagen. Gucken wir mal, wie das dann wird. Ich denke mal, so in 2-3 Stunden fahre ich los. Also ich war gerade, das war ein bisschen Kommentare beantworten. Was wieder so häufig kommt, ist, René, warum baust du die beiden Wegenwagen nicht so, dass man die miteinander koppeln kann? Also aus konstruktionstechnischer Sicht macht das überhaupt keinen Sinn, weil in dem Moment, wo ich hier irgendetwas flexibel mache an der Hülle, verliert die an Stabilität. Die Tür reicht schon zu als stabilitätsvermindernder Faktor. Und die Hülle ist ja quasi selbsttragend. Die macht es ja erst möglich, dass so ein Teil so leicht werden kann letztendlich. Wenn wir unterwegs sind, dann stellen wir die beiden Wegen einfach nebeneinander, dass die Türen so ein bisschen in der Nähe sind oder sitzen draußen, das reicht zu. Das jetzt irgendwie so zu konstruieren, dass man die zusammenkoppeln kann, das ist sowas von, also aus meiner Sicht, sorry, völlig sinnlos. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das klingt vielleicht so in der Erzählung oder auf dem Papier toll, aber bautechnisch, konstruktionstechnisch das umzusetzen, ja, hat für mich keinen Sinn und der Mehrwert erschließt sich daraus mir auch persönlich überhaupt nicht aus der ganzen Sache. Ne? Also, um das mal klarzustellen, GoPro halt, ne? Also ein einziger Software-Bug. Das Ding habe ich ausgeschaltet vor einer Stunde, jetzt hatte ich es wieder selber eingeschaltet und den Akku leer gezogen. Ohne Worte. So, Freunde, jetzt geht's los. Ist zwar noch übelst viel Verkehr und Wind, aber jetzt geht's los. So Leute, die ersten Meter bin ich gefahren, was soll ich sagen? Das Ding merkst du nicht hinten dran. Beim Bremsen ist klar, da musst du bergab, merkst du, dass der Hänger keine eigene Bremse hat, aber das ist bei 30 Kilo oder was da wie kaum merkbar. Und ansonsten, weil ja vorne bei der Deichsel keine Mechanik ist, irgendetwas, keine Bremsmechanik und nichts, so wie bei mir, da klappert auch nichts. Mega geil fährt er sich. Wir stehen jetzt hier auf einer Brücke. Wir sind laut Windy ungefähr jetzt so 30-40 km/h Böen. Ist noch nicht so viel, aber das juckt den Hänger mal noch eben lockerflockig überhaupt gar nicht. Einfach nur geil. Das Ding fährt sich wie der Enzi. Bin sowas schon begeistert. Freue mich schon darauf, gleich drin zu pennen. Jetzt fahren wir erstmal zurück zum Schlafplatz. So, jetzt testen wir mal eine Vollbremsung. Ja, wie man sieht, wenn man nur die Hinterbremse benutzt, dann drückt es einen natürlich ein bisschen weg. Also man muss hier mehr mit der Vorderbremse arbeiten. Finde ich aber trotzdem akzeptabel dafür, dass er keine eigene Bremse hat. Man muss halt ein bisschen vorausschauend fahren prinzipiell und dann ist es auch kein Thema. Das war gerade aus 25 km/h raus eine Vollbremsung. Scheiße, gefällt mir das Ding gut, ey. Der fährt sich so mega geil. Ich habe ja bloß 1,5 Bar auf den Reifen. Das sind noch nicht mal die Ballonreifen drauf. Und selbst bei den Wurzeln, die hier so durch den Boden gewachsen sind, hat man überhaupt gar keine Probleme. Also da kann ich viel schneller drüber fahren als mit meinem. Aber ich bin mit meinem auch mit mehr Luftdruck gefahren. Müsste ich auch mal ausprobieren.
Naja, ich und Bärbel werden in den nächsten zwei Wochen, irgendwann Ende August, werden wir nochmal eine größere Tour zu zweit machen mit meinem Fahrradwagen und sie mit ihrem, um mal zu gucken, ob das alles so funktioniert, bevor wir dann mit nächstes Jahr ins Nordkap fahren wollen. Und dabei wird sich herauskristallisieren, ob ich mir auch so ein Ding baue oder ob ich meinen benutze. Wobei ich eigentlich schon gern meinen benutzen würde, denn der hat schon Vorteile, was so die Sachen wie Stauraum angeht, ne? Heizung, man hat mehr Komfort. Aber rein vom Fahren her für Langstrecke, das merke ich jetzt schon nach den paar Kilometern, ist der absolutes Nonplusultra hier. Du kannst ja trotzdem noch richtig geil drinnen schlafen. Kann man gleich sehen. Wie gesagt, obwohl es so sehr, sehr windig ist, klar, bei Gegenwind und so musst du ein bisschen mehr dich anstrengen, beziehungsweise eine Unterstützungsstufe höher schalten. Wobei Seitenwind, da wackelt das Ding natürlich ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr mich überhaupt hört, denn es ist wirklich sehr windig. Kommt damit super klar, also bis jetzt zumindest. Erwartung definitiv komplett übertroffen, also das hätte ich nicht gedacht. Richtig, richtig geil das Teil, dass es so ein Unterschied ist vom Gewicht her. Wahnsinn. Auch bei Höhenmetern, ich bin ja auch schon über ein paar Autobahnbrücken und so gefahren, da musst du dich kaum anstrengen, beziehungsweise viel weniger Watt brauchst du, um dort hochzufahren. Die Brücke, wo ich sonst mit 15 km/h ungefähr hochfahre, mit meinem Fahrradwohnwagen, die bin ich hier mit 25 hochgebrezelt bei gleicher Leistungsstufe. Ja, das ist schon krass, ey. Liebe das Teil, gefällt mir übelst. Wie die Karre schon aussieht, ich könnte mir ein Zeichen verlachen. Noch mal eine Vollbremsung, aber diesmal mit mehr Gefühl und mehr Fokus auf der Vorderradbremse. Danke. Mit Gefühl bremsen, dann geht das auch ziemlich gut. Es kann natürlich passieren bei einer Gefahrenbremsung auf Schotter und bei Nässe und sowas, dass man da nicht drüber nachdenkt, sondern einfach volles Rohr die Hebel zieht, dass einem das halt das Rad ein bisschen rumdrückt. Aber alles noch in einem akzeptablen, handelbaren Rahmen aus meiner Perspektive. Bei Schotter und Nässe habe ich selbst mit meinem Probleme, sage ich mal, bei einer Vollbremsung, weil es fängt halt dann einfach an zu schlingern, beziehungsweise es fährt sich mit einem Einradantrieb dann halt einfach bescheidener. Aber durchaus kann man wunderbar mit klarkommen, ne? Ich meine, die ganzen Thule Kinderanhänger und so weiter, die bis 40 Kilo gemacht sind, die haben ja auch keine Bremse. Was halt auch geil ist, der Mega-Wendekreis wieder hier, ne? Die liegt auch ziemlich stabil. Wo du natürlich auch wieder hier aufpassen musst, ist anhängertypisch, wenn du um die Kurven fährst, mangels Federung und da ist irgendwo eine Bodenwelle oder ein Schlagloch und dann hebelst du dir das Rad aus. Da musst du halt wirklich aufpassen, aber so was die Kurvenlage angeht, habt ihr ja gerade gesehen, völlig ausreichend. Was ich mir noch bauen werde, ist so eine kleine Vorrichtung, dass ich hier mit irgendetwas diesen Hebel arretieren kann. Denn durch die hohe Last auf der Hinterachse, durch Akku und was in den Gepäcktaschen ist, kann man bis zu einer gewissen Steigung auch so den Hänger noch ganz gut abbremsen. Ich komme mir gerade so angelaufen nach dem Kamera holen. Also, wie geil sieht das denn bitte aus, ey. Nee. Diese unförmige Hutschachtel in der Farbe mit der Schnecke hinten dran. Ich finde es einfach nur sowas von ultra geil, ey. Und wie unglaublich gut sich dieses Ding auf diesen Scheißwegen fahren lässt hier. Da poltert nicht, da rasselt nicht. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass in meinem Fahrradwohnwagen so viel Klimperkram drin rumliegt. Töpfe, Werkzeuge und alles. Das fehlt ja hier alles. Also rein vom Fahren her ziehe ich den mein 100-mal vor. Das ist ja unglaublich. Oder ich bin jetzt noch ein bisschen gaga. Ich muss das dann mal sehen, wenn ich im direkten Vergleich damit mal fahre. Na, fahre jetzt noch höchste Unterstützungsstufe hier auf dieser Bumsstraße. Ja, über 20 km/h. Das ist überhaupt gar kein Problem. Richtig, richtig geil, ey. Ich liebe ihn. Wie geil ist der Wagen denn? Und Kari hat es auch viel besser da hinten drin, weil es dort wesentlich kühler drin ist und weil sie die ganze Fläche unten hat. Die kann halt dann nicht irgendwie mehr runterfallen oder irgendwas, weil es ja quasi schon unten ist. Auf der dicken Matratze, schön mit ihrem Kissen. Also ich denke, ihr gefällt es da hinten drin auch viel besser als in meinem. Aber wie gesagt, meiner hat ja auch ein paar Vorteile. Wir werden das dann sehen.
Wir nehmen euch mit der Kamera mit. Wir fahren bald, wie gesagt, 14 Tage lang weg mit beiden Fahrradwohnwegen. Sofern beide das 14 Tage lang durchhalten, da werden wir schon ein paar Kilometer schaffen. Ich schätze so 600, 700, 800 Kilometer, irgend sowas sind da locker drin. Eigentlich locker 1000, wenn du 100 jeden Tag fährst. Aber das werden wir sehen. Jetzt machen wir mal auf Schotter hier eine etwas stärkere Bremsung. Boah, was ist das für ein Dreck auf der Linse hier, ey. Boah. Was sagst du, Was sagst du? Draußen haben wir aktuell so 27, 28 Grad und hier haben wir 30 drin. Also macht sich die bessere Isolierung und der kleine Lüfter definitiv bemerkbar. Hast du fein was gemacht? Fenster ist zwar ein bisschen größer, aber hier ist halt die Isolierung drin. Und bei meinem Großen haben wir so 5, 6 Grad Temperaturunterschied zu draußen, wenn der Lüfter auf voller Stufe ist. Und hier haben wir 2, 3 Grad Temperaturunterschied, wenn der Lüfter auf der kleinsten Stufe ist. Das ist wirklich richtig geil. Immer wieder gefragt, René, wozu denn ein Fahrradwohnwagen? Ich weiß gar nicht, wofür ich sowas bräuchte. Ich kann doch mit Zelt reisen und so weiter. Ja, ist schön und gut mal für ein paar Tage, aber wenn du vielleicht ein paar Monate unterwegs bist oder ein paar Wochen und du hast richtiges Scheißwetter, dann wirst du es lieben, wenn du einfach nur die Stützen runter machst, dich in das Ding reinlegst und pennen kannst. Ohne Isomatte aufpumpen, ohne Bett aufbauen, ohne Zelt aufbauen. Am nächsten Morgen musst du nichts Nasses wegpacken. Du machst die Stützen hoch, setzt dich auf dein Fahrrad und fährst weiter. Das ist schon mal Vorteil Nummer 1. Vorteil Nummer 2. Es ist nicht so illegal, sage ich mal, wie wenn ich mir jetzt hier ein Zelt aufschlagen würde. Ich habe auch mit dem Auto noch nie Probleme gehabt, ne? Und mit dem Hänger auch noch nicht. Du kannst da drinnen dich einfach aufhalten. Was spricht dagegen, wenn du mit einem Fahrrad rumfährst, wo ein Anhänger dran ist und setzt dich auf deinen Anhänger drauf? Erstmal egal, was das für ein Anhänger ist. Ne? Das ist prinzipiell nicht verboten. Und es wird natürlich auch von der Bevölkerung ganz anders gesehen. Wenn du ein Zelt aufbaust, hast du relativ schnell das Ordnungsamt an der Backe. Wenn du mit so einem Ding auftauchst, und ich habe viele Leute schon gesehen, wo ich gepennt habe, habe ich noch nie Probleme gehabt, ne? Bis jetzt. Und wenn mal jemand kommt und sagt, hier darfst du nicht, ja, dann machst du die Schützen hoch, fährst ein Stück weiter, hat die Sache sich wieder erledigt. Für mich kombiniert so ein Fahrradwohnwagen einfach die Bequemlichkeit, die ich in einem Minicamper habe, zum Beispiel im Hochdachkombi und so weiter. Also ist für mich eine ähnliche Bequemlichkeit. In Kombination mit dem Fahrrad, dass ich bei Wind und Wetter draußen unterwegs bin, mich bewegen muss und so die Reise viel entschleunigter und viel intensiver und viel klarer wahrnehme, als wenn ich einfach nur vollgefressen in einem Auto sitze und mit 100 durch die Gegend fahre. Ja, mit den Stützen läuft hier im Cree Air etwas anders ab als im Creer Imperial. Hier ist es halt so, weil es beim Bauen wesentlich einfacher war, dass die Stützen jetzt quasi während der Fahrt hinten mit drin dabei sind. Und dadurch, dass der Anhänger ja so leicht ist, tut man den dann einfach quasi anheben, steckt die Stütze hier unten rein. Man könnte das auch von innen mit einem Splint jetzt noch Höhen verstellen und das war's. Und der ganze Spaß natürlich an allen vier Seiten, ne? Richtig genial. Also mir gefällt es besser als erwartet. Viele hatten auch Bedenken, dass es jetzt mit dem Einsteigen beschissener ist, weil die Tür an der Seite ist. Ja, was soll ich sagen, ne? Man setzt sich hier rein, zieht seine Schuhe aus, dreht die Füße rum und drin ist man. Also wenn man jetzt nicht wirklich der unförmigste, unfitteste Mensch ist, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Für mich geht es sogar klar, wenn ich einfach so reingehe. Zack. Und deswegen ist die Tür auch hier an der Seite, damit an der Rückseite, wenn man jetzt ja mittig liegt in dem Wagen, einfach sich so schön ein paar Kissen hinmachen kann und sich hier wunderbar schön gemütlich anlehnen und lang machen kann. Und das ist halt genial. Wenn du mal unterwegs bist, du willst eine Pause machen, 30 Sekunden die Stützen rein, Tür auf, Kissen hinlegen, anlehnen, abhängen, abchillen. Voll geil. Egal, ob es regnet, stürmt oder schneit, du hast immer deine kleine Mini-Höhle dabei. Was mir auch richtig gut gefällt, ist, man hat hier ja einfach quasi durch die Kante hier vorne, wo die Matratze nicht ist, hat man hier eine Sitzgelegenheit, ohne dass man irgendeinen Stuhl oder irgendwas aufbauen muss. Einfach nur die eine Stütze würde theoretisch reichen. Und schon kann man sich hier quasi hinten drauf setzen, kann hier sich vorher einen kleinen Tisch hinstellen oder was auch immer, kann sein Essen ein bisschen machen und kann ein bisschen rausgucken. Richtig, richtig genial. Also so eine Sitzgelegenheit, die du ohne aufzubauen immer dabei hast, ist auch spitze. Also ich finde es aber hier drin richtig urig geil gemütlich, ey, ne? Schönes großes Fenster hier, können wir schön rausgucken aufs Wasser. Ach, das ist doch geil. Das ist das, was ich mit den Stützen gemeint habe. Jetzt könnte man hier noch mehrere Löcher reinbohren und einfach den Splint verstellen. Das ist quasi die Blockierung für das Rohr, also für die Stütze, die man hier reinsteckt. Ist aber meiner Erfahrung nach gar nicht notwendig. Also das geht so wunderbar. Und es ist wirklich einfach nur urstbequem, ey. Also ich liebe das Ding jetzt schon. Würde mir persönlich, glaube ich, auch reichen, ne? Das ist gut, man müsste mal sehen, wie es auf längerer Reise ist. Ne? Da ist das die Bequemlichkeit in meinem schon nicht schlecht mit Sitzen, Kochen und viel mehr Stauraum, wo du einfach das Zeug reinpacken kannst. Aber so viel kannst du eh nicht mitnehmen wegen Gewicht und das meiste kannst du sowieso ans Fahrrad packen. Ne? Also, ja, da ist halt die nächste Evolutionsstufe. Ne? Ich habe hier all das reingepackt, was ich an Wissen aus meinem ersten und aus den Fahrten von meinem ersten gesammelt habe. Und das ist dann
deutlich besser geworden aus meiner Perspektive. Ich finde es richtig geil. Jetzt gibt es erstmal was. Nee, es gibt erstmal ein Kaltgetränk und dann gibt es noch was Geiles zu essen. Und dann, ich weiß schon, dass die Nacht Premium wird. Ne? Die Matratze ist ja noch mal stärker als die bei mir. Die hat 7 cm und ist ein bisschen weicher. Ich wollte mal ein anderes Material testen. Und die ist also saugeil. Was hier auch schön ist, durch die Radkästen hat man hier immer gleich so schöne Ablagenflächen, wo man sein Gelumpe, wenn man steht, hinlegen kann. Man hat auch hier neben den Radkästen an 4 Ecken so ein paar Eckenstellen, wo man sich sein Zeug so ein bisschen hinlegen kann, was dann auch nicht wegrutschen und wegrollen kann beim Fahren. Sehr praktisch. Bei dem Fenster werde ich hier von außen noch ein Fliegengitter dran machen. Dadurch, dass das ja von innen aufgeht, sozusagen das Fenster, ist das perfekt und dann hat man auch nicht mehr ein Lückenproblem. Das Einzige, was mir nicht so gut gefällt, was beim Bauen nicht so gut gelaufen ist, das liegt aber daran, dass quasi die Karosserie, die Hülle selbsttragend ist. Und natürlich, wenn ich mich hier drin aufhalte, dass dann auch ein bisschen Energie in die Hülle reingeht. Das war Sinn und Zweck der Maßnahme. Und das reicht dann zu, dass hier oben so quasi so ein Verbinder oder irgendetwas nicht 1-2 mm verformt, was ja normal ist, ist ja auch nicht viel. Und das reicht schon zu, dass dann hier die Tür unten, ne? Hey, jetzt geht's mit dem mal zu, wahrscheinlich, weil wir jetzt schräg stehen. Also normalerweise, je nachdem wie du stehst, kann es halt sein, dass die Tür sich verzieht und dann musst du die halt ein bisschen schräg ziehen, dass du die zukriegst. Aber das ist jetzt gerade mal ausnahmsweise nicht der Fall. Und da kannst du dann hier einfach die Riegel rummachen und dann ist die Tür auch zu. Na, auch hier minimalistische Elektronik, nicht wie bei meinem, alles so krass, ne? Sondern wirklich minimalistisch, einfach nur eine 12-Volt-Dose. Hier kannst du deine USB-Stecker aufladen mit einer Spannungsanzeige. Hier der Lüfter und hier diese Sunnyside Camp Light, wo ich hier quasi die Lichterkette habe als Licht. Ist völlig ausreichend, mehr brauchst du nicht. Hast natürlich nur keinen Stauraum für dein Bettzeug, da liegt die Bettdecke halt immer im unteren Bereich. Aber stört auch nicht wirklich, ne? Musst dafür kein Bett aufbauen, du kannst dich reinlegen, deckst dich zu, fertig. Was mir schon mal krass auffällt, durch das ganze Aluminium hier drin, hast du ja kaum noch Handyempfang. Das ist übelst krass. Das ist jetzt negativ, wenn du mit dem Handy im Internet surfen willst, aber wenn du dich vor Elektrosmog abschirmen willst, ist das eine richtig effektive Methode, würde ich sagen. Er braucht schon eine Dusche, wenn er einen See hat. Ich sag's euch Leute, das sind die Momente, die mich richtig glücklich machen. Hier mit so einem Klapperkasten rumstehen, baden gehen, sich was zu essen machen, sich den Wind um die Ohren und den Körper wehen zu lassen. Das ist einfach nur extrem geil. Ich kann es kaum erwarten, mal länger mit dem Teil unterwegs zu sein. Wir wollen ja nächstes Jahr, wie gesagt, ans Nordkap fahren. Das muss doch traumhaft sein, durch Schweden und so weiter zu fahren mit den Teilen. Das muss doch richtig geil sein. Hoffe ich zumindest. Wie es wird, werden wir wirklich sehen und ihr auch, denn ich werde den ganzen Spaß verfilmen. Jetzt möchten wir gern was zu essen machen. Das ist natürlich schon mal ein Nachteil von dem kleinen Wagen. Hier kann ich drin nicht kochen, so wie er aktuell ausgebaut ist. Das heißt, ich muss draußen kochen und ich habe einen Windschutz vergessen. Ne? Deswegen ist das wahrscheinlich gar nicht so schlecht, wenn wir da unterwegs sind. Und wir haben den Kreher Imperial dabei, wo man drinnen kochen kann und so weiter. Eine Heizung hat, wo man auch mal Klamotten trocknen kann. Und für Bärbel einen kleinen, leichten Schlafwagen, wo sie gut mit klarkommt beim Fahren. Denn der Große lässt sich nicht ganz so einfach fahren durch das hohe Gewicht und durch die Mechanik in der Deichsel. Aber ich komme damit gut klar. Also wird der wahrscheinlich bleiben, der Kreher Imperial. Es ist dann einfach cool, zwei Wagen zu haben, die sich gegenseitig ergänzen. Hoffe ich. Erhalten muss der ganze Krempel natürlich noch, das werden wir sehen. Bei meinem hatte ich ja schon ein paar Mal Probleme mit der Deichsel, aber nicht mit der Deichsel an sich, sondern mit der Bremsmechanik drin. Die Leute, die den Kanal verfolgen, wissen das. Da ist dann oftmals irgendetwas gebrochen. Hier ist jetzt einfach ein Original-Weber-Deichsel verbaut. Da wird wahrscheinlich gar nichts großartig passieren. Habe ich ja beim Bau von meinem Wagen gelernt, dass so eine Verstrebung hier extrem wichtig ist. Ne? Also die fängt dann ganz viel ab, was Bodenwellen und so weiter angeht. Die könnte man auch nochmal quasi in der Horizontalen so schräg rüber machen, dass man auch die andere Richtung abfängt. Sehe ich aber erstmal nicht als notwendig, da ich die ziemlich weit nach innen verlängert habe. Und das macht auch einen sehr stabilen Eindruck. Hier knarzt nichts beim Fahren. Ne? Bei Vollbremsungen, wenn ich hinten hingucke, arbeitet sie ganz leicht. Aber alles im Rahmen, so wie sein soll, denke ich mal. Und um ein Kaltgetränk kalt zu bekommen, geht zur Not auch mal der See. Hat hier ein Kunde für Kari mitgebracht. Wildschwein-Snacks. Vielen Dank da mal dafür. Die Kari, die freut sich darüber sehr. Die findet sie übelst lecker. Und ich muss sagen, wenn ich an der Tüte schnüffel, das riecht doch wirklich, das riecht wirklich gut und lecker. Also ich könnte mir auch mal einen reinfädeln sozusagen. Wenn ich allerdings hinten drauf gucke, ist das einfach nur ein Hightech-Produkt. Ne? Wie bei so oft mit Hundefutter. Ne? Hier ist einfach nur zu 92% Getreide und Zucker drin. Zu 8% tierische Produkte, also nur 8% Fleisch, Fett und Knobel und sowas sozusagen und der Rest sind irgendwelche Zusätze. Also gesund ist das mit Sicherheit nicht für null. Weil ich dann den ganzen Tag gebaut habe, hatte ich keine Zeit mehr zum Einkaufen. Da muss man wieder hier so ein Track and Eat herhalten. Also es gibt einfach nichts über Ablagefläche. Ablagefläche ist immer wichtig. Da kannst du immer schön dein Zeug hinlegen auf den Radkästen, dein Zeug laden. Finde ich echt geil. So, den ganzen Spaß pimpen wir noch mal mit ein paar Bohnen. Nicht über rote Bohnen. Guten Hunger. Kann man essen zur Not. Hauptsache es macht satt.
waren anstrengende 2 Wochen. Ich glaube, ich habe in 2,5, 3 Wochen habe ich den fertig gebaut. Ich glaube, eher so 2 Wochen. Wenn immer alles da ist, geht's. Wenn ich nochmal bauen müsste, würde ich sagen, maximal 1 Woche. Habe jetzt ja im Prinzip nochmal viel überlegen müssen, was ich hier anders mache und so weiter. Wenn du genau weißt, was du tun musst, würde ich sagen, wenn du jeden Tag 8 Stunden arbeitest, 1 Woche. Was mir gerade aufgefallen ist, der könnte sogar noch viel niedriger sein. Guck mal, das ist so die normale Haltung, wie ich hier bequem angelehnt dasitze. Auch in meinem Auto oder in meinem anderen Fahrradwohnwagen. Das reicht eigentlich völlig zu aus als Höhe. Und wenn du guckst, wie viel Platz ich hier noch habe, also das ist schon richtig krass viel. Ne? Klar, es ist auch nicht schlecht, sich mal so richtig hier aufrecht hinzusetzen. Selbst dann hast du immer noch Platz. Also man könnte den schon noch, wenn man jetzt wirklich das Maximum rausholen wollte, an Gewicht, Windschnittigkeit und so weiter, nochmal das Ganze, ja, 10 cm tiefer könnte man es bestimmt machen. Ich bin jetzt ungefähr 1,80. Wie muss ins Bett leihen? Kaltgetränk müssen wir noch trinken. Ach ja, weil bestimmt Fragen kommen werden. Ich habe jetzt hier keinen Filz hingemacht. Erstens mal, weil ich Gewicht sparen wollte. Ist ja nicht im Sichtbereich. Und weil es Tatsache nicht gereicht hätte. Müsste ich nochmal was bestellen. Mir war halt wichtig, dass man hier im Sichtbereich, wenn man hier quasi so drinnen liegt, dass das alles schön wohnlich aussieht. Das ist quasi der Hauptsinn von dem Filz. Die meisten haben halt bloß eine Alu-Luftpolsterfolie drin, so wie hier. Aber das wollte ich nicht überall komplett in der Farbe sozusagen haben. Das wirkt mir zu kalt und zu ungemütlich. So finde ich das eigentlich, muss ich sagen, richtig schön chillig, gemütlich. Auch hier mit dem Fenster zum Rausgucken, mit der Beleuchtung und so. Ich habe mir noch ein kleines Thermometer hingemacht. Also muss ich schon sagen, gefällt mir richtig gut. Einen gravierenden Mangel habe ich gerade gefunden. Dadurch, dass die Stützen hier sind, muss man echt aufpassen, dass man mit seinem Ellbogen hier nicht dagegen haut, gegen die Kante. Da muss ich echt nochmal irgendwie einen Kunststoffschutz oder irgendwas drüber machen. Oder ein bisschen Filz, das ist auf jeden Fall... Was sagst du dazu? So, jetzt geht's gleich in die Eier, ey. Also auf der einen Seite fehlt mir ein bisschen der Fußraum, den ich im Crea Imperial habe. Auf der anderen Seite sind wirklich diese, ich habe es schon 1000 Mal gesagt, aber das ist der, ich muss es so betonen, das ist ein richtig krasser Vorteil, dass da überall so viele Ablageflächen sind. Weil man hat ja immer irgendetwas, was man irgendwo hinlegen muss, ne? Und das kann man halt einfach dann alles wunderbar hier ablegen, ohne dass es irgendwo im Bettbereich ist und stört hier überall auch, ne? Dann ist hier auch nochmal was, das ist die Drohne und so weiter. Und das Bett an sich ist auch nochmal 3-4 cm breiter als meins, also angenehmer schlafen wird man hier vermutlich auch drin. Also man merkt halt richtig, jedes Konzept hatte seine Vor- und Nachteile. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch gleich in die Haia gehen, denn morgen früh fahre ich direkt nach Wolfsburg. So wie es aussieht, haben wir für Bärbel ein passendes Fahrrad gefunden. Auch ein Stahlrahmenfahrrad mit Scheibenbremsen, XT-Schaltung, pipapo. Auch in der richtigen Rahmenhöhe für sie, dass es auch für ihre Körpergröße und so weiter passt. Und ja, mal gucken, ob das morgen alles klappt. Dann würde ich das Fahrrad abholen und das wird genau wie meins dann auch wieder umgebaut. Aber das werdet ihr in einem extra Video sehen. Ich liege jetzt hier schon die ganze Zeit so entspannt rum. Und allein nur dem Wind zuzuhören, wie der durch das Schilf raschelt, das fährt mich so unglaublich runter. Ich habe die letzten Tage nur wie ein Berserker gearbeitet und es wird die nächsten Wochen auch so weitergehen. Am Bauwagen und so weiter, im Laden gibt es auch noch extrem viel zu erledigen, weil der bald zugemacht wird. Da muss ich das alles ausräumen, umräumen, umorganisieren und so weiter. Aber ich muss das einfach öfters machen, einfach mal hier so rausfahren. Das ist so krass, wie man runterfährt. Ich merke richtig, wie sich alles in mir entspannt. Und das ist absolut notwendig, sonst drehst du irgendwann durch. Wenn man sich am Anhänger hin und her bewegt, dann hat der ganz leichtes Spiel, dadurch, dass die bei den Stützen das Rohr im Rohr ja minimal Spiel hat. Das sieht man auch hier unten, wenn ich jetzt hin und her rutsche. Aber es ist alles in einem sehr erträglichen Rahmen, sage ich mal noch. Und auf jeden Fall ist es ausreichend stabil, das merkt man eigentlich sofort. Hier kannst du auch als 100 Kilo schwerer Mensch drin rumspringen, da passiert eigentlich überhaupt nichts. Wenn man jetzt noch die Räder anbremsen könnte, würde dieses Wackeln quasi verschwinden. Das habe ich bei meinem Anhänger schon gemerkt, erstaunlicherweise. Da der ja auf den Rädern und den 4 Stützen gleichzeitig aufliegt, dadurch verteilt sich das Gewicht ja schön gleichmäßig. Und wenn dann die Räder noch angebremst sind, dass der nicht mehr quasi hin und her rollen kann am mittleren Abstützpunkt, dann steht er auch noch wesentlich stabiler. Also, was heißt stabiler? Wackelfreier. Ne? Er wackelt jetzt halt ein bisschen in diesem Spiel hin und her, wenn man sich hin und her bewegt. Mich persönlich stört das jetzt nicht. Wen das stört, der soll sich Keile unterlegen oder halt eine Bremse einbauen. Naja, auf jeden Fall ist es jetzt hier urstgemütlich drin, wenn es dunkel wird mit dieser Lichterkette. Die ist halt eh geil, ne? Die ist mega. Die kann ich auch noch runterdimmen auf eine sehr niedrige Stufe. Aber wir werden uns jetzt hier in die Haia schmeißen, denn ich bin sehr müde und wie gesagt, morgen müssen wir gleichzeitig raus dieses Fahrrad für Bärbel abholen, 400 Kilometer Auto fahren. Und du bist wohl noch nie müde oder was? Jetzt muss ich mich doch noch mal kurz zu Wort melden.
jetzt hier so beim drinnen liegen abends noch, wenn alles schon aus ist, dunkel ist und man so kurz vorm Einschlafen ist, ist es mega geil, wenn die Tür an der Seite ist, weil man kann, wenn man auf der Seite liegt oder angelehnt da ist, kann man richtig schön hier zur Tür rausgucken. Und das ist quasi fast, als würdest du draußen in der Natur schlafen, weil die eigentlich schläfst du ja draußen in der Natur. Bei meinem Anhänger liege ich ja quasi so, dass ich nicht zur Tür rausgucken kann, weil die Tür hinter mir ist sozusagen, hinter meinem Kopf. Und das geht ja halt mit rausgucken und das hat auch seinen eigenen Touch, das ist auch richtig geil. Gefällt mir. So, aber jetzt wirklich gute Nacht. Guten Morgen. Ich habe gleich die ganze Nacht mit offener Tür geschlafen. Herrlich. Als würdest du einfach draußen in der Natur schlafen, aber mit der Behaglichkeit in einem sicheren Hausbett, Mobilheim zu schlafen. So, naja, dann muss ich langsam los, Theas Fahrrad abholen. Rauskommen lassen. So, der übliche Satz. Ist es nicht herrlich? Es gibt nichts Schöneres, als so zu schlafen für mich. So Freunde, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich radel jetzt noch nach Hause. Wie gesagt, dann hole ich Bärbels Fahrrad ab, damit wir dann zwei coole Fahrräder haben. Wird dann auch umgebaut zum E-Bike und damit können wir dann mit zwei Fahrradwohnwegen auf Tour gehen. Ach herrlich, am frühen Morgen hier auf den See zu schauen. Das ist einfach nur... Ich liebe es. Lasst euch gut gehen und bis später. Ciao.